driver's license, best way, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I've kind of felt sorry for them, 'cause they never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. Team Stefanie eröffnet dieses wunderschöne Finale mit so einem tollen Song. Die ist für dich. Bitteschön, die hast du sowas von verdient. Du hättest einen größeren Strauß verdient, die konnte ich nur nicht tragen. Komm mal bitte mit. Wir gehen mal unten zu den Coaches und da wirst du jetzt erstmal gelobt. Bitteschön. Stefanie, das hat wieder einiges mit dir gemacht. Nicht nur mit dir, ich habe auch bei den Eltern gerade Tränen laufen sehen. Wirklich, das ist bewegend, die Chiara oben auf der Bühne zu sehen. Ne? Och Mann, Chiara, ich kann das nur sagen. Weißt du, du standest in einem Blind Edition Star und du hattest den kompletten Blumenstrauß vor dir. Du hattest einen Vierer-Buzzer und du hättest zu jedem gehen können und du bist ins Team Stefanie gekommen. Das hat mich damals schon wahnsinnig berührt und jetzt haben wir uns kennengelernt, weißt du. Und man könnte denken, hier steht heute ein 12-jähriges Mädchen mit so viel Leichtigkeit, aber du hattest in deinem Rucksack auch einiges drin, ne, als du hierher gekommen bist und hast in deinem Leben vielleicht auch schon Dinge erlebt, die vielleicht nicht leicht gefallen sind, ne, und mit denen du lernen musstest, umzugehen. Ne. Und dann stehst du hier bei The Voice Kids und du hast mir gesagt, das Lied bedeutet dir total viel, weil es dir Hoffnung gibt, ne, und weil du da dich verstanden daran fühlst. Und ich glaube, dass ganz viele junge Mädels dich zum Vorbild nehmen können. Ich kann mich noch erinnern, Vincent hat in den Blind Auditions gesagt, so Mädels wie dich braucht man als Sänger in dieser Branche, weil sie was ausstrahlen, was Hoffnung gibt und dass er stolz wäre und sich freuen würde, wenn es viel, viel mehr von dir als Mädels geben würde. Und dem kann ich nur zustimmen. Ich bin wahnsinnig stolz, dass du in mein Team gekommen bist und das hast du so schön gemacht. Wahnsinn. Vielen Dankeschön. Dank. Ja. Aber Michi Smudo, ihr habt das schon gesagt, ihr habt mal irgendwo als Zitat von euch, dass sie wirklich jeden Ton nagelt. Das ist ja wohl technisch auch wirklich unfassbar, oder? Was ja, da ja total. Also ich finde vor allem, obwohl du schon so spitze bist, hast du, das war das beste Ding, was du in der ganzen Staffel gemacht hast. War so perfekt aufgekommen, wirklich. Hammer, Chiara, super, ja. Sehr beeindruckend. Ja, Chiaras Stärke sind wirklich dieses glasklare, diese hohen glasklaren Töne, die du so on point setzt und so lange auch sauber hältst. Das ist echt erstaunlich. Für 12 Jahre machst du wirklich sehr, sehr gut, Chiara. Danke. Der beste Auftritt im Finale, das beste Timing.